Moin Leute, wir sind wieder mal bei Phasmophobia. Wir machen das jetzt ganz spontan. Hood streamt gerade und wir crashen Ist jetzt richtig. einfach mit der Aufnahme den Stream. Und ja, wir Ja, spielen die neue bin ich ja Phasmophobia-Map, gewohnt. die super, super laggy ist, aber wird schon irgendwie. Also laggy ist die gar nicht. Nur der Sound ist laggy. Und irgendwie immer nur bei dir. Oh, ich habe kein Geld mehr. Ich habe aus Versehen alles gekauft. Aber nicht alles in Ding. Also habt ihr alles drin, was ihr drin haben wollt? Ja, ich glaube schon. Ich habe so Genau. ein Gro ich habe den Großteil gekauft. Ich schmeiße jetzt einfach mal den Rest rein. So, ist alles Genau. drin. Gut, bereit machen. Habe ich? Und starten. So, die neue Map ist natürlich von Teenieslashern inspiriert, gerade so. Na, wie heißt's? Freitag der 13. mit Camp Crystal Lake. Hat schon ziemlich starke Einflüsse und ist an sich eine wirklich, wirklich coole Location. Aber durch den Wettereffekt und ein großes Außensetting und so weiter führt das halt zu einer zusätzlichen Belastung. Und das führt halt ein Sie bisschen und zu nichts. General. Dann gucken wir uns mal hier den Wolf an, hier mit seinem Opa-Gesicht. Nee. Du siehst auch nicht besser aus. Jetzt euch an hier. So sieht er aus. Dann kommen sie im Geist während einer Nein, ich hab schon wieder Jagd. an. Bisa ist weg. Nein, Bisa ist da unten. Ja, ich bin da. Ich bin nur versteckt vor euch. Verjagen Sie den Peter. Geist während einer Aber was Jagd hast mit du einem denn für eine Maske? Räucherstäbchen, Mach doch machen Sie mal ein hier. Foto. Guck mal hoch. Bisa, bisschen höher. Bisa. Ich Okay, na. hab hier das Okay. Dingensbums-Gesicht. Dingensbums. Mit den Zehen. Okay. Okay, Jo. der hat ein komisches Gesicht, Leute. Din. Oh, Mist. Möchte das Buch mit? Nein, ich möchte eigentlich nicht das Buch mit. Obwohl, ich nehme das Buch mit. So, Auf gehen was wir mal auf dafür die spricht Suche. jetzt spielen wir überhaupt? Weiß ich nicht. Wolf, welche Schwierigkeit hast du Wolf? eingestellt? Profi. Wie Wolf? immer. Oh. All meine schönen Gegenstände, alle weg. Wo bist du? Kann meine die Heizung anmachen? Ist nur 3 Grad. Ja, ich mach direkt. Warte mal, ich habe überhaupt keine Taschenlampe. An. Gib uns ein Zeichen. Werfe etwas. Ich gehe mal in die Hütte. Ich weiß, wo der Schlüssel ist und wo ist der Generator? Kannst du es nachgucken? Ach so. Keine Ahnung. Ist gemacht, ist direkt an der Dusche. Ja. Also im F ist hier nix. Es leckt halt. So, Stromrechnung explodiert jetzt. Also Haus scheint sauber zu sein. Ja. Müsste eventuell noch mal einer mit dem Thermometer rein, aber sieht an sich gut aus.
Habt ihr hier drüben was gefunden? So, laufen. Ey, blend mich nicht. Doch. Mach mal dein Abblendlicht an. Öffne eine Tür. Ist einer von euch mit Thermometer unterwegs? Was, Wolf? Wir haben dich nur zur Hälfte. Thermometer, einer von euch. Los Thermometers. Ist gar nichts. Ja, Rutz hat gerade 7 Grad auf dem Steg. Auf dem Steg war ich nicht. Guck mal, ob der ich komme zum Steg. Ja, der Generator ist noch an. Hier ist er gerade am Steg. Bei der... der Geist ist am Steg oder Rutz ist am Steg? Am Steg. Hier, Wolf, hier. Also der Geist ist am Steg, oder was? Also hier draußen. Der hat auch gerade irgendwas bewegt. Ach, guck mal an. Da hängt die Maske. Gib uns ein Zeichen. Gehen wieder raus. Ja, im Haus war ich ja auch drin, da hat er nichts gemacht. Wir sind 3 Grad zumindest. Ich habe keinen EMF-Ausschlag. 3 Grad, 2 Grad. Alter, Herr Wolf, deine verzerrte Stimme. Du machst mir mehr Angst als das Spiel. Ja, ich glaube, das überlastet ein bisschen meinen Arbeitsspeicher. Hier hinten. 2 Grad, 2,9 Grad, 1,3, 2,4, 3,9, 1,5. 18, 7, 29. 1,6. 3,4. Also ich glaube, der ist wirklich hier im Bereich. 6 aus 49. Also davor. Ich schmeiß mal hier ein Buch hin. Ja, mach mal. Ich lass mal das eben F4 liegen. Schreib ins Buch. Sei so lieb und schreib ins Buch. Schreib sowas wie, und wer dich lieber hat als mich, der schreibt sich bitte hinter mich. In allen vier Ecken soll Liebe drinstecken. Ich hab ihn gerade gehört. Oder sowas. Wo? Oh, ich hören. Ich sehen aber nicht. Na, bum bum. Ja, ich höre ihn auch, aber hier vorne. Zerbröselt. Hat's? Isa, warst du das? Isa? Wolf? Ja. Wolf? Ja. Okay, dann hat's Bisa zerbröselt. Ja, hier liegt Bisas Zeug. Dann hol ich mal das Buch dann. Dann hol ich mal das Buch von da hinten, dann ist er nämlich hier mitnehmen kann. Ich hol Zeug. Ja, jetzt geht's wieder. Der war noch gestört.
Mach, dass du da rauskommst. Nicht gut. Oh. Ja. Okay. Kann sein, dass wir gleich Hutz verlieren. Haben noch gehört, da ist er. Nee, dich will ich nicht. Ich damit. So, hat's Hutz. Das hat Hutz zerbröselt. Geil. Na, gehst du wohl auf? Okay, der Geist hat viel Spaß hier. Du wirfst viel Zeug rum, nützt mir gerade wenig. Mein Gott, diese Geister sind nervig. Die, die zu uns gehören, noch mehr. So. Das könnte ein Jurai sein. Es wirkt jedenfalls sehr so. Sehe ich da irgendwas? Will ich nichts mit Chat und Dodge hinschmeißen? War das da gerade was? Nee. Bewegt sich zu schnell, das sind keine Dots. Keine Orbs. Also so wie der an der Sanity rumsnackt, ist das ein Jurai. Also werde ich mal jetzt gezielt darauf gehen, das herausfinden. Wenn nicht, können mir meine Geister ja irgendwas legen. Ein Wort, so wie ich das immer mache, wenn sie schreiben können. Geisterorb, Gefriertemperaturen, Dots. Aber Gefriertemperaturen hatten wir doch nicht, oder? Okay. Was ist das für eine Spur, die ihr mir hier legt? Hier ist er gespawnt.
Dann probieren wir das mal. Aber nichts Gefrierendes hier drin. Aber ja, das ist der Ort. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich mein Kreuz hingeschmissen habe. Dieses Thermometer geht mir tierisch auf den Keks. Und das Geräusch ist einfach immer noch da. Ah, weg da. Okay, Camps checken. Also ich sehe keinen Orb rumfloaten. Es wirkt jetzt auch nicht so, als ob er durchs Dots latscht. Immerhin bin ich dem Geist entkommen, das ist ja schon mal etwas. Er frisst sich halt durch meine Sanity durch wie ein Jurei. Aber es ist kein Jurei. Geister, wenn ihr eine Idee habt, schreibt mal mit dem ganzen Kram, den ihr mir gelegt habt, was auf den Boden. Schreib ins Buch. Bist du hier? Okay. Sehr schön. Erster Hinweis ist die Geisterbox. Damit fällt der Jurei raus. Beweise. Geisterbox. Bleibt ja nur noch ein bisschen was. Wenn der da drin ist, dann müsste ich den eigentlich mit Dots sehen. Jetzt mal davon ausgehen, dass Dots nicht der Fall wären. Spirit, Poltergeist, Mare, Zwillinge. Zwillinge. Zwillinge könnten sein. Problem ist, dann müsste ich mit dem EMF rein. Mein EMF liegt noch hinten. Also wenn ihr gerade irgendwas legt, dann komme ich da später nochmal drauf zurück. Ich mach das.
Wenn ihr übrigens wollt, dass ich weggehe, könnt ihr mir das aufschreiben. Danke, Hutz. Du wirfst dein Zeug. Ich bin mir sicher, dass es Hutz ist. Du wirfst dein Zeug genau so, dass ich das Buch nicht mehr lesen kann. Danke. Also im Buch ist nichts. Schreib ins Buch. Lasse EMF mal hier liegen. Wenn ein E kommt. T? Wird das ein T oder wird das ein I? Ich glaube, es ist ein I. Er war ein T sein. Leg mal weiter. Ich hole noch mehr Kram. Wurde meine Kamera ausgeschaltet? Mal kurz. Ja, ich sehe hier beim besten Willen keinen Orb rumfloaten. Da hinten war gerade irgendwas. Aber oh, wenn der jetzt den Ort gewechselt hat, ne, dann springe ich im Achteck. Aber ich glaube fast, das sind die Zwillinge. Weil da ist gar nichts zu sehen. Was würden denn Zwillinge brauchen? MF5, Geisterbox, Gefriertemperaturen. Gut, Geisterbox haben wir halt, aber die Gefriertemperaturen nicht. Jetzt alles doof. Fingerabdruckscanner mal durchgehen. Da ich von hier drüben was gehört habe. Hat er den Ort gewechselt? Entweder der Ort oder das, ich habe wirklich recht. Da kommt Freude auf. So. Habt ihr denn geschrieben? I. Doch so viel. Denn da brauche ich mal. Okay, 3. Gott, ist das ätzend alleine. Liebe Geister, ich will euch zurück.
mit dem Tor nicht klar. Okay, liebe Leute. Die Situation ist zu heikel. Ich komme da auch nicht raus und das Vieh frisst sich durch meine Sanity wie sonst was. Ich würde auf einen Zwilling tippen. Tragt bitte Zwilling oder was auch immer ihr glaubt ein. Das wäre nochmal die Mare gewesen. Ja, aber Geisterorbs habe ich nicht gesehen. Und Buch hat es auch nicht reagiert. Gut, ich hoffe, ihr habt eingetragen, was ihr wolltet. Ich fahre. 3. 2. 1. Wir sehen uns. Ich bin mal gespannt, was es jetzt war. Senkt. Good. Welcome back. On Rio, also, okay. Also Wolf, ich höre nie wieder auf dich. Warum? Ja. Weil ich im Haus war und ich war safe. Dann kamen deine Worte, komm mal raus. Nein! Nee, mach dich sofort, mach dich sofort raus. Ich gehe aus dem Haus raus, instant Hand. Ich kann nicht wieder ins Haus zurück und bin zu weit weg von Zelten. Ich dachte, du bist in dem Dreckstruck und guckst, dass der Angriff gerade vorbei ist. Nee, ich wollte dich eigentlich mit rausholen, damit wir uns neu formieren. Ich wusste nicht, dass du bis zum Haus gelatscht bist. Ja, du hättest einfach sagen können, hey, ich bin gerade noch nicht am Truck, wart mal, bleib mal in dem ja, safe Ort. Ja, ich rede erst mal, wenn ich gerade das Gefühl habe, wir sollten dringend raus, eine halbe Stunde um den heißen Brei rum. Ja, weißt du, wieso? Wir sollten... Du hättest ja auch einfach selbst erstmal rausgehen können. Ich war raus, aber ich war noch nicht beim Truck. Ich war beim Tor. Ja. Und wenn ich dir sage, komm raus... Aber warum warst du denn überhaupt im Haus? Weil es ein Hand davor gab, einen kleinen, und bei mir die Taschenlampe gefackelt hatte und ich bin ins Haus, um die Tür hinter mir zuzumachen, weil er da nicht reingeht. Okay. Und dann habe ich gedacht, du bist jetzt am Truck und der Hand ist vorbei und ich gehe jetzt raus. Aber der Hand war vorbei. Nicht vorbei. Der Hand war vorbei. Bei mir. Da kam okay, neuer Hand. Und dann kam neuer Hand. Richtig. Hm. Deswegen habe ich gedacht, dass es Zwillinge sind, weil relativ schnell die Hands vorbeigingen und auch relativ schnell neu kamen. Ja. Meine schönen Items. Aber Wolf? Ja. Diese Spur, die ich da gelegt habe, der ist zweimal am Ende dieser Spur gespawnt. Genau auf derselben Position. Der hat mir der ja auch mit der Geisterbox geantwortet. Ja. Aber ich habe sonst keine Hinweise gefunden. Wir müssen aber leider warten, bis diese Map gefixt ist. Ja, man versteht dich kaum. Wir verstehen dich gar nicht. Ja, es tut mir leid. Also kann ich nicht ändern. Vielleicht musst du ein anderes Modell nehmen. Keine Ahnung. Nee, ich glaub's nicht. Nee. Aber wir verstehen dich null. Ich kann höchstens probieren, in Grafikeinstellungen die Wettereffekte ein bisschen runterzudrehen. Weil, Gegen Ende habe ich auch Hutz nicht mehr verstanden. Ich habe ihn irgendwas gefragt, ich weiß nicht, ob er mir geantwortet hat. Doch, ich habe dich die ganze Zeit gehört. Ja, gut, hast du mir auch geantwortet auf meine Frage am Ende? Nein, die habe ich aber auch nicht mehr gehört, weil ich am anderen Ende des Raums war. Du wurdest ja irgendwann immer leiser, weil ich dann irgendwann dieses Kissenspiel gespielt habe, weil du nicht mit mir gekommen bist, um dieses Kissenspiel zu spielen. Also musste ich es alleine spielen. Hutz, ich hab das nicht gehört, dass du mit mir dahin wolltest. Ich hab immer gesagt, Bisa, kommst du mit? Ja, die Map, die Map ist nicht 100% Performance optimiert. Weil das Lustige war, Bisa sagt dann, hat die Dusche angemacht. Ich so, okay, dann gucken wir uns die Dusche an. Dann, Bisa, wir haben uns die Dusche angeguckt. Was wollen wir jetzt machen? Ich laufe dem Wolf hinterher. Okay. Wir könnten aber auch jetzt einfach hier uns hier auf der Map umgucken und dieses eine Sandspiel-Kistenspiel machen.
wenn der Wolf uns verstehen würde, dann hätten wir ja auch gar kein Problem. Dann könnten wir ihm ja helfen. Und ich so, ja, aber wir können ihm nicht helfen, weil wir ihn nicht verstehen. Wollen wir das Scan-Kissen-Spiel spielen? Und du läufst einfach weg und ich denke mir so, kann mich jetzt ärgern? Ich hab dich einfach nicht verstanden. Er läuft einfach. Ich habe einfach von dir keine Antwort mehr bekommen. Leute, ja, die so, Map so ist leider nicht ideal für Sound. Das frisst, glaube ich, zu viel vom Arbeitsspeicher. Ich glaube, das ist der Wettereffekt, der da sehr aktiv ist. Wirklich. Aber hey, ich habe wieder 4 Sanity-Pillen. Sehr gut. Die wieder umherbacken. Ja. Also, dann alles hinzufügen. Hat eh meine schönen. Ich kann auch mal alles reinschmeißen. Macht ihr da keinen Kopf?